Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Ahnenforschung Tobolka. Leider heute ohne Einleitung und Verabschiedung mit mir im Bild, aber das musste ich ausfallen lassen aufgrund der Tonprobleme, die es beim letzten Video gegeben hat. Ich versuche das jetzt auch kurz zu halten, damit es nicht zu langweilig wird, immer nur ein und dasselbe Bild zu sehen. Ja, ich möchte euch heute die Online-Plattform Matricula vorstellen. Hier finden sich alle Kirchenbücher Österreichs, ausgenommen das Burgenland, und darüber hinaus aber auch noch Kirchenbücher aus Deutschland, Serbien, Polen und aus Bosnien. Matricula begann ursprünglich als Plattform für die Matriken der Diözese St. Pölten, ist dann recht bald erweitert worden, so wie halt die Digitalisierungsprojekte vorangeschritten sind, um die Matriken der Erzdiözese Wien und auch recht früh dabei waren die Bücher aus Passau. Und von hier aus ist sie dann kontinuierlich ausgebaut worden. Und heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir alle Matriken Österreichs unter einem Dach haben. Ja, das hier ist jetzt die Startseite von Matricula. Ich möchte euch mal die Aufmerksamkeit hier nach rechts lenken. Hier sind die Neuigkeiten zu sehen. Wir sehen hier am 6. April sind neue Taufbücher für Schönau an der Tristig digitalisiert worden. Und da möchte ich euch jetzt gleich eine Funktion von Matricula zeigen. Wir werden da mal kurz draufklicken. Dann markiere ich mir das hier oben. Und wir gehen oben in der Menüzeile in die Ortssuche. Dann tippe ich das gleich ein. Und wir schauen, was rauskommt. Hier haben wir Schönau an der Tristig. Es gehört zur Erzdiözese Wien. Und wenn wir jetzt noch auf die Landkarte gehen, sehen wir auch etwas Interessantes. Nämlich alle Vorkommen der Matriken hier schön visuell aufbereitet. Und dann gibt es noch die Bestände selbst. Und da sehen wir sie auch nach Ländern aufgelistet und welche Anzahl bisher verfügbar sind. Also aus Österreich sind klarerweise die meisten und Deutschland ist auch recht ordentlich vertreten und die anderen sind noch recht mager, aber ich hoffe doch, dass da auch im Laufe der Zeit es immer mehr wird. Gut, ich möchte euch heute nach Österreich entführen. Hier ist zu sehen, westliches Niederösterreich, östliches Niederösterreich, dass Niederösterreich zweigeteilt ist zwischen St. Pölten und Wien. Der westliche Teil gehört zu St. Pölten und der östliche Teil inklusive Wien zur Erzdiözese Wien. Das sind die anderen Bundesländer. Wie gesagt, das Burgenland ist leider nicht dabei. Es gibt noch die Evangelische Kirche Österreichs und Wien Diözese AB und Kirche HB. Aber wir gehen heute nach Niederösterreich und Wien. Am Anfang sind alle Bezirke Wiens aufgelistet, alle 23. Wenn ihr nicht wisst, in welchem Bezirk eine Wiener Pfarre gehört, dann müsst ihr halt die Liste durchschauen. Ansonsten ist es einfach den Bezirk anwählen und dann dort die jeweilige Pfarre. Bevor wir aber jetzt über diese Liste weitergehen, noch etwas. Das ist der Ort, den wir uns heute anschauen wollen. Wenn ich den hier in die Ortssuche eingib, bekomme ich drei Ergebnisse. Ganz am Anfang ist die Pfarre La See selbst. Und hier sehen wir auch, dass bis 1784 Untersiebenbrunn bei der Pfarre war. Und das ist unten auf Punkt 3 sehen wir auch Untersiebenbrunn. Und hier steht wiederum ab 1784 eine eigenständige Pfarre. Und dazwischen haben wir noch Markthof. Und hier sehen wir, dass sie bis 1784 bei Geusenbrunn war. Davor bei von 1706 bis 9, allerdings beim Hainburg, Machegg, La See und Theben. Und ab 1784 ist Markthof eine eigene Pfarre. Und wir gehen aber jetzt nach La See.
Und hier sehen wir jetzt alle Kirchenbücher aufgelistet. In Lassie gibt es nicht so viel, darum nur eine Seite. Am Anfang sind immer die Taufbücher, dann die Trauungsbücher und zum Schluss die Sterbebücher. Diese zwei hier, die galten ursprünglich als verschollen, sind aber glücklicherweise doch noch aufgetaucht und nachdigitalisiert worden. Und hier haben wir auch eine Besonderheit, hier sind nämlich Taufen, Trauungen und Sterbeeinträge in einem Buch. Ab 1784 ist das dann getrennt gewesen. In Lassay selbst ist diese Trennung sogar schon ab 1753 vollzogen worden. Hier oben sehen wir die allgemeinen Informationen. Was ist, gehört heute alles zur Pfarre? Welche historischen Abweichungen gab es? Also das Untersimbrunn war bis 1784 bei der Pfarre Lassay, danach eine eigenständige. Diejenigen von euch, die Gendin kennen und die Ortsdatenbank dort, das ist dann gemeint, wenn dort beim Suchergebnis steht Vorpfarre. Das heißt, wenn ich einen Vorfahren aus Untersimbrunn habe, dann muss ich bis 1784 in der Pfarre Untersimbrunn suchen. Wenn ich dann diese Grenze erreiche, ist die Forschung aber nicht zu Ende, denn ich kann dann in Lassay weiterforschen. Gut, was wollen? Möchte euch jetzt noch Einträge zeigen und die mit euch durchgehen. Und zwar anfangen möchte ich mit einem Taufantrag aus dem Jahr 1869. Hier auf der Seite haben wir für jede Seite ist eine eigene Datei hier angelegt. Dann haben wir Einband und den Titel, dann die Taufeinträge und ganz unten ist der Index. Was auch sein kann bei manchen Büchern ist, dass zwischendurch auch immer wieder seitenweise Einträge von Indizes sind. Also nicht nur ganz unten, sondern auch manchmal dazwischen. Gut. Ich möchte euch zeigen die Taufe von einem Josef Scheidt. Und da haben wir gleich auch etwas, was ich euch zeigen möchte. Eine leere Seite. Diese leeren Seiten, die sind, ja, da waren die Leute damals fleißig und haben alles im Kirchenbuch digitalisiert, was vorhanden war, eben auch diese Seiten. Ist halt beim Forschen eher lästig, vor allem wenn man dann eine schlechte oder langsamere Internetverbindung hat oder schon sehr viele Leute zugreifen und die Verbindung dann nicht mehr so schnell ist. Dann ladet man 2, 3 Minuten und kriegt dann eine leere Seite und das ist ärgerlich. Und die werden jetzt schrittweise entfernt. Und das ist auch der Grund, warum ihr bitte bei der Quellenangabe nicht hier rechts diese Bilddateinummern angebt, sondern das, sobald wir das haben, hier haben wir W, sondern die Seitenanzahl hier in den Büchern. Also hier beim Index gibt es die noch nicht. Da haben wir S. Angenehmerweise sind hier die Jahreszahlen angegeben. Das heißt, ich suche nach 1869, also brauche ich hier nicht nachschauen. Hier ist 1862 und hier drüben haben wir 1869. Hier einen Josef Scheidt. Kind des Michael wird es heißen, auf Seite 177. Und wenn ich jetzt also hier auf die Seite auf 177 gehe, das ist einmal für die rasche Navigation ist das hier auf der Seite ja sehr hilfreich. Wir sehen hier, dass wir aber nicht auf Seite 177 sind, sondern auf Seite 176. Das heißt, ich müsste jetzt hier drauf gehen. Da haben wir gleich nach ganz oben unseren Eintrag. Das schaut dann ungefähr jetzt so aus. Und hier ist auch noch eine Besonderheit. Die Taufeinträge erstrecken sich über beide Seiten. Es gibt aber Kirchenbücher, die haben den Taufeintrag jeweils nur auf einer Seite, sind aber beide Seiten beschrieben. Und dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel Hausnummer die Seite 80 suchen würde, dann würde hier oben nicht 80 stehen, sondern 160. Um aber auf meine Seite 80 zu kommen, müsste ich dann auf Seite 40 gehen. Da
40, 41 wäre, wäre das dann 80, 81. Also immer das Doppelte. In dem Fall ist aber 178 das Richtige. Ja, die Einträge sind einmal hier in Deutsch. In früheren Zeiten werdet ihr Einträge auch auf Latein finden. Beziehungsweise bei Deutsch Einträge, was recht lustig zum Lesen ist, sind die früher auch oft im Dialekt geschrieben worden. Wir sehen hier unter Baptizans, das ist noch ein lateinischer Einbegriff über die Taufe, wer hat getauft. Die Zahl hier ist jetzt einfach nur die fortlaufende Nummer von Taufen im Jahr 1869. Und zwar hat getauft Amand Polster, Pfarrer. 1869, am 4. August ist der Josef geboren worden, am 5. wurde er dann getauft. Früher findet sich nur ein Datum und das bezieht sich dann auf die Taufe. Und die Taufe kann am oder war meistens am Tag der Geburt. Es sei denn, dass die Geburt in der Nacht stattgefunden hat, dann fand die Taufe am nächsten Tag so rasch wie möglich statt. Wir haben jetzt die Hausnummer, Lassee Nummer 129. Also der Josef war hier eine Hausgeburt. Er war männlich und katholisch, das sind diese Striche hier. Punkt bedeutet, dass das eben nicht zutrifft. Und da weder bei unehelich, männlich, weiblich ein Strich ist, sondern nur die Punkte, bedeutet es, er war eine eheliche Geburt. Hier haben wir jetzt den Vater und hier die Mutter. Vater ist Scheidt Michael, katholisch, Schuhmacher und Kleinhäusler hier. Hier meint in Lassee. Ehelicher Sohn des Josef Scheidt, halb Lenas hier, also auch Lassee. Und seines Weibes Magdalena, geborene Höflinger, beide katholisch. Weibes, das ist, werdet ihr auch immer wieder treffen, Wörter, Begriffe, die früher verwendet worden sind, die wir heute entweder nicht mehr verwenden oder die wir anders verwenden, also die einen anderen Inhalt haben, eine andere Konnotation. Weib meinte früher einfach nur Ehefrau. A. Maria, die Mutter, also Anna Maria, sein Eheweib, damals jetzt mit Ehe dabei. Katholisch, eheliche Tochter des Jakob Abraham, Kleinhäuslers hier in Lassee, und seines Weibes Anna Maria, geborene Wotze, beide katholisch. Hier haben wir jetzt die Taufpaten. Wie wir hier sehen, ist da ein bisschen ein anderes Schriftbild, das sind nämlich dann die Unterschriften der Taufpaten in dem Fall. Und die sind eigentlich auch wichtig, also wenn ihr dann die Einträge transkribiert, transkribiert die immer mit, denn die bleiben in den meisten Fällen über die verschiedenen Taufen von den Kindern dieses Michael Scheidt und der Anna Maria, sind die Taufpaten immer dieselben und damit kann man die Familien auseinanderhalten, sollte es zum Beispiel sein, dass es in Lassee noch einen zweiten Michael Scheidt gegeben haben. Mit einer Anna Maria. Und früher fanden sich weniger Informationen. Und da kann es durchaus sein, dass wir zweimal dieselbe Familie haben. Und die lässt sich nur unterscheiden durch die Taufpaten. Weil dann steht bei der Mutter nur Maria und sonst nichts. Beim Vater Scheidt Michael. Vielleicht noch, dass er Bauer war oder Kleinhäusler, also Häusler oder Halblehner oder was auch immer. Und das könnte ja der andere auch gewesen sein, ein Halblehner. Wir haben hier einen Michael auch. Jetzt zoomen wir ein bisschen hinein, das ist das Gute hier, man kann sehr schön hineinzoomen. Steinberger. Hofstadler hier. Und sein Eheweib Theresia, beide katholisch. Dann haben wir hier die Angabe zur Hebamme, die Antonia Stifler. GEP ist abgekürzt für geprüft, Hebamme hier. Das heißt, sie ist eine Hebamme aus Lassee und sie ist geprüft. Früher findet man auch noch den Eintrag ungeprüft und
Das ist, da gab es eine Streiterei damals zwischen den Hebammen und den Ärzten. Die einen haben eine Ausbildung, die anderen nicht. Und so wurde es halt dann eingeführt, dass auch die Hebammen eine Prüfung ablegen müssen, dass sie auch tatsächlich ihrer Arbeit nachkommen können. Was aber auch die nicht davon abgehalten hat, zu arbeiten, die eben diese Prüfung nicht hatten. Wenn es sonst niemanden gab, musste man die Hebamme nehmen, die es gab, die vorhanden war. Die Hebamme findet sich manchmal auch hier unten eingetragen, irgendwo. Also sie, manchmal hat sie auch hier ein eigenes Kästchen. In dem Fall steht es unter den Anmerkungen und da steht noch etwas. Die Eltern des Kindes sind am 6. Mai 1856 hier getraut worden. Also ist schon mal ein sehr interessanter Hinweis. Und zwar laut wahrscheinlich Taufschein, Pfarre, Tom 4, Folio 61. Also Tom meint dann das vierte Trauungsbuch auf Seite 61. Da haben wir noch Stempel. Als sich Österreich dem Dritten Reich angeschlossen hat oder angeschlossen worden ist, galten dann auch die Nürnberger Rassegesetze und wer im Staat irgendetwas werden wollte, und sei es nur, dass er Schulwart gewesen ist oder sonst oder bei der Polizei irgendwas gemacht hat oder den Verkehr geregelt hat oder was auch immer, der musste seine arische Abstammung nachweisen. Und dafür oder um das zu tun, haben dann die Leute praktisch Ahnenforschung betrieben und haben die ganzen Pfarrer angeschrieben und um Auskunft gebeten. Und offenbar hat am 17. Juni 1838 und am 18. August 1838 ist so ein Schreiben eingegangen bzw. wurde dann bearbeitet. Hier steht im Moment leider nicht, also bei dem nicht dabei, wer den Antrag gestellt hat. Bei einem anderen Heirats- oder Matrikeneintrag wird es dabei stehen. Möglicherweise wird einen von den beiden hier jetzt die Anfrage von Herrn Josef scheitern. Denn da ist die Antwort von der Pfarre erhalten geblieben. Und die bezieht sich nämlich auf diesen Michael hier, wann dieser geboren ist. Ja, das war es einmal jetzt für die Taufe. Als nächstes schauen wir uns mal diesen Heiratsantrag an, also Buch 4, Seite 61 am 6. Mai 1856. Dazu gehen wir einfach hier nach Lessee in die Übersicht. Die müssen wir jetzt dazu zählen. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, 1856 liegt hier im Bereich 1841 bis 67. Wir haben hier trotzdem unten noch einen Index. Hier bei Z sind wir wohl zu weit hinten. Haben wir T, kommen wir der Sache schon näher. So 1856. Und da haben wir den Eintrag: Scheidt Michael und Abraham Anna Maria auf Seite 61. Das heißt, die Angabe stimmt. Wir schauen auf Seite 61. Überprüfen zuerst einmal, ob wir auf der richtigen Seite gelandet sind. 60, also eine wieder so wie vorher, eine zu früh. Und hier ganz oben ist Michael Scheidt. Hier haben wir auch wieder dasselbe wie bei den Taufen. Der Heiratsantrag überstreckt sich über beide Seiten. Es gibt aber im Matriken, da findet sich der Heiratsantrag nur auf einer Seite. Und da muss man wieder hier auf der Seite aufpassen, dass man dann nicht doppelt so weit entfernt ist von unserer, also auf Seite 120 landet statt auf 61. Ja, da wir jetzt hier schön die Übersicht haben, noch ein kleiner Tipp: Wenn ihr Probleme habt, Namen zu lesen, wir haben hier da wieder das Problem mit einer Unterschrift. Hier haben wir einen Kohl.
Der Strich ist ein U, also Kohlerei. Könnt ihr jetzt interpretieren als Kohlerei nie? Wir haben da unten aber noch einen. Hier ist der Kohlereiter noch einmal angegeben. Und hier ist er schön zu lesen als Kohlereiter. Und da kommt gleich nachher dran. Auf dieser, wenn ihr einfach den andere Einträge sucht oder eine andere Stelle, dann sind die Namen manchmal schöner geschrieben und besser lesbar. Und wenn es nur ein einzelner Buchstabe ist, dann schaut eine andere Stelle auf dieser Seite an, also auch bei anderen Einträgen, die mit eurer Suche eigentlich nichts zu tun haben, ob es da nicht den Buchstaben in einem Wort gibt, der schöner geschrieben ist, besser zu lesen ist, und selbst wenn der Buchstabe selbst immer noch ein bisschen unklar ist, kann man vielleicht aufgrund der restlichen Buchstaben das Wort erkennen und dann wissen wir auch, wie der erste Buchstabe ist. Wir haben hier unten, habe ich was gesehen, eine Magdalena Scheid, die ist mit diesem Michael verwandt, wird vielleicht eine Schwester sein, denn ich habe die Scheid bis 1790 zurückverfolgt zu einer Hochzeit aus Untersiebenbrunn. Dort ist angegeben, dass der Bräutigam aus Lassé stammt, aber vor 1790 finden sich in Lassé keine Scheid, das heißt, alle Scheid, die hier in Lassé vorkommen, sind von diesem, Josef war das damals auch, der 1790 in Untersiebenbrunn geheiratet hat. Wo er selbst herkommt, das habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Auch wenn ich ein Video dazu gemacht habe, wie man das schaffen kann, aber es ist halt ein sehr großer Arbeitsaufwand und da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Ja, schauen wir jetzt einfach mal diesen Eintrag hier durch. Copulans, haben wir wieder einen lateinischen Einschlag. Mehr hat getraut, nämlich Amor Cal. Das ist wieder so ein Wort, was schwer zum Lesen ist. Das da unten heißt sicher Pfarrer. Ja, ist nicht so wichtig, finde ich. Da haben wir wieder die Zahl, das ist die fünfte Hochzeit. Da unten haben wir, das ist die sechste Hochzeit im Jahr 1856. 1856 am 6. Mai sind die getraut worden um 10 Uhr vormittags. Also das ist scheinbar eine Abkürzung, die der Pfarrer sehr gern benutzt. Gut, wer war der Bräutigam? Scheid Michael von hier, gebürtig. Das ist mal sehr interessant, wir wissen, der Michael Scheid ist in Lassé geboren und nicht woanders. Und hier wohnhaft. Es kann nämlich sein, dass die Leute nicht dort wohnen, wo sie geboren sind. Das hat mit dem Gesinnedienst zu tun. Ledigen Standes heißt diese Abkürzung hier. Kat ist katholisch, katholischer Religion. Schuhmacher und Kleinhäusler hier, also wieder in der See. Ehelicher Sohn des Josef Scheid. Das ist so ein Buchstabe, den man gern verwechselt. Das ist nämlich ein V. Was interessant ist, weil es diese Oberschleife gibt. Das heißt verstorben. Halblehners hier. Und seines ebenfalls verstorbenen Weibes Magdalene geborener Höflinger. Der Michael stammt aus Lassé Nummer 106. Die 129, die man vorher gesehen hat, findet sich hier bei der Braut. Das heißt, dieser Michael hat nach der Hochzeit dann an der Adresse seiner Ehefrau gewohnt und dort sind dann auch die Kinder getauft worden und zur Welt gekommen und deswegen steht bei den Taufen dort immer 129. Wir haben hier noch wieder den Strich für katholisch, für ledig. Er ist 22 Jahre alt, geboren laut Taufschein am 24. Juni 1833. Dann die Braut, Abraham, Anna, Maria, das ist Anna Maria ausgeschrieben. Von hier, da sehen wir wieder dieses V mit der Oberschleife. Gebürtig, also sie ist auch in Lassé geboren und hier wohnhaft. Also beim W ist dieser Oberstrich drin. Ledigen Standes,
katholischer Religion, eheliche Tochter des Jakob Abraham, verstorben, Kleinhäuslers hier und seines lebenden Eheweibes Anna Maria geborene Wurze. Das heißt, zum Zeitpunkt der Hochzeit waren von den Eltern des Brautpaares nur noch die Mutter der Braut am Leben. Wie gesagt, Lassee 129, katholisch, ledig, ebenfalls 22 Jahre, geboren am 21. Jänner 1834. Hier haben wir jetzt die Beistände oder die Trauzeugen oder nur Zeugen. Und zwar einen Georg Schätz. Dieser Stern bezieht sich hier auf den ersten Eintrag, Stadler, Städtler hier. Und der Johann Kohlreuter war Kleinhäusler und Zimmermann hier. Damit wird diesen Stempel von der Anfrage nach dem kleinen Abstammungsnachweis. Vermischte Ehen, nein, ist nichts angekreuzt. Anmerkung: Die Brautleute sind am 20., 27. April, 1. Mai hier verkündet worden. Also, früher war es üblich, dass eine Ehe an 3 Tagen verkündet worden ist, während einer Messe. Und da hatten dann die Leute, die Dorfbewohner, die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, dass diese Ehe nicht, falls diese Ehe nicht zustande kommen hätte dürfen, zum Beispiel aufgrund von zu naher Verwandtschaft. Der politische und obervormundschaftliche Ehekonsens von dem Bezirksamte Macheck liegt vor. Also von Seiten des Staates gab es kein Ehehindernis. Die Brautleute sind in der katholischen Religion oder H-Religion gut unterrichtet und waren am 5. Mai bei der Heiligen Beichte. Also vor der Hochzeit gibt es eine Beichte und der Pfarrer unterrichtet erstens die Brautleute auch darüber, wie eine gute Ehe zu führen ist. Das meint aber auch, dass er sie auf ihren Glauben hin überprüft hat. Ja. Das ist jetzt noch ein Hinweis vom Stempel des Taufeintrags, denn hier steht dabei, wer diese Anfrage hier gestellt hat am 25. Juli 1938, und zwar war das ein Rupert Scheidt. Dieser Rupert war ein Bruder von einem Josef und dieser Josef müsste, glaube ich, der Enkel von diesem Michael sein. Da müsste das zeitmäßig hinkommen. Ist ein bisschen schwierig, weil es gab zwei Josefs, dann gab es einen Michael und dann sind wieder zwei Josefs generationsmäßig aufeinander gefolgt. Und von den Ruperts gab es nämlich auch zwei, einen Vater und einen Sohn. Ich habe nur den Sohn kennengelernt. Das wird aber wahrscheinlich dessen Vater sein. Was haben wir hier noch? Der gefertigte Vormund des Bräutigams gibt seine Einwilligung zur Ehe desselben mit der Braut Abraham, Anna Maria, vor den beiden Zeugen, Josef Ostermeier, Halblehner hier, und Georg Schelz, Hofstadler hier. Da haben wir noch eine Unterschrift, nämlich wieder diesen Johann Kohlreuter, Kleinhäusler hier. Und da haben wir das Gleiche, nur jetzt bei der Braut. Der gefertigte Vormund der Braut gibt seine Einwilligung zur Ehe derselben mit dem Scheidt Michael vor den beiden Zeugen, Georg Schelz und Josef Kohlreuter. Und dann haben wir noch Anton Leis, Inwohner hier. Also da sind die Zeugen auch gleichzeitig diese Zeugen hier und so. Gleich die nehmen, die anwesend sind. Ja, was fehlt jetzt noch, ist ein Sterbeeintrag. Und zwar
Im Bereich 1899 bis 1938 schauen wir nach. Wieder in den Index. Da haben wir wieder leere Seite. Das ist W. V. U. T. Und S. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo einen Chart finden. Hier nicht. Ah ja, noch etwas. Hier haben wir ST und hier haben wir SCH. Also in diesem Index sind SCH und ST voneinander getrennt. Also schauen wir hier jetzt nach Schatz nach. Schreiner Schatt. 1927 ist eine Katharina Schatt verstorben. Auslassee 141 auf Seite 164. Also schauen wir auf Seite 164. Und diesmal sind wir auf 164 gelandet und die Katharina ist gleich ganz oben. Also hier ist wieder der Sterbeeintrag, erstreckt sich über beide Seiten. Es gibt aber früher die Kirchenbücher, da ist Sterbeeintrag nur auf einer Seite und so im 18. bis ins 18. Jahrhundert. Jahrhundert hinein können da auch 40 Einträge hintereinander zu finden sein. Also die sind dann bei weitem nicht so informativ wie diese hier. Das ist eine Zeile, ist ein Sterbeeintrag einer Person. Reihezahl, also die wievielte verstorbene Person hier aufgenommen worden ist, ist Nummer 19. Vor- und Zunahme des Pfarrers, der die Katharina beerdigt hat, war ein Wolfgang Suska, Pfarrer. Die Katharina ist gestorben am 20. Mai 1927 in Lassee Nummer 141. Die Katharina war Ausnehmerin, das heißt, heute würde man sagen, sie ist ein Pension gewesen in Lassee, Witwe, das heißt, sie war auch verheiratet. Nur, dass der Ehemann schon vorher gestorben ist, geboren und zuständig in Lassee. Wir haben hier, sie ist weiblich, katholisch und ein Alter von 88. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Leider nicht. Wenn wir jetzt einen Rechner hernehmen und 1927 minus 88 eingeben, kommt hier unten 1839 aus. Also sie ist geboren am 13.04.1839 und in dem Fall stimmt die Rechnung. Es ist aber noch im 19. Jahrhundert durchaus möglich, dass diese Altersangaben vom tatsächlichen Alter differenzieren, also divergieren. Also ich habe schon mal einen Unterschied von 10 Jahren festgestellt. Da muss man mal aufpassen, das ist einfach nur eine Richtnummer. Aber im 20. Jahrhundert haben die dann schon recht genau gerechnet, beziehungsweise waren den Leuten dann auch bekannt, wann sie geboren worden sind. Todesart laut Beschauzettel Nummer 1932, also 19, ist wieder hier. Worauf sich 32 bezieht, das ist die Frage. An Memoria Grupp Paralysis Cordis, da muss man halt jetzt in einem medizinischen Wörterbuch nachschlagen, was das genau ist. Beerdigt worden ist sie im hiesigen Friedhofe am 22. Mai 1927. Und versehen worden, ja, 25, 27, was auch immer der Pfarrer damit sich angemerkt hat, ist fürs Verständnis des Eintrages eigentlich nicht wichtig. Noch etwas zum Schluss. Wir sehen hier, dass das Sterbebuch bis 1839 geht.
Darum gehen wir da mal ans Ende des Buches. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo was finden. Beziehungsweise, das werden wir nicht im Sterbebuch nachschauen, sondern in einem Taufbuch. Hier 1935 bis 38. Einfach wahllos, okay. Ja, das ist klar, das ist jetzt 100 Jahre Sperrfrist. Darum gibt es Fehler beim Laden. Wir müssen also ein früheres Buch nehmen. 1908 bis 17 nehmen wir. Taufe. Da haben wir gleich das, was ich suche. Im späten 19. Jahrhundert haben die Pfarren und auch die Standesämter sich, oder in dem Fall war es, ja, in dem Fall ist es sogar das Standesamt, sich gegenseitig Informationen zukommen lassen. Das war nicht verpflichtend, sondern der Pfarrer oder der Beamte war halt der Meinung, der andere könnte diese Information gebrauchen. Und zwar steht hier drinnen, am 30.10.1954 im Standesamt Stockerau die erste Ehe geschlossen. Also diese, wen haben wir da? Einen Johann Franz Walski hat in Stockerau 1954 oder 59 geheiratet. Das heißt, wenn wir seine Ehe Schließung suchen, dann wissen wir gleich, wo wir nachschauen können. Das Problem ist nur, dass diese Eheschließung auch in die Sperrfrist fällt von 75 Jahren. Das heißt, wenn wir die haben möchten, dann müssen wir uns an das Standesamt wenden, also von heute. Die Pfarrer wird uns da keine Auskunft erteilen. Dann haben wir noch eine Zusatzanmerkung. Gestorben am 16. Mai 1970 in Stockerau, laut Standesamt Stockerau Nummer 12170. Also, dieser Johann Franz ist in Lassee geboren und ist dann nach Stockerau gezogen, hat dort geheiratet und ist dann dort auch verstorben. Mit diesen Angaben hier jedenfalls ist es aber möglich, dass wir diese Sperrfristen des Personenstandsgesetzes ein wenig umgehen können. Da gibt es nämlich noch etwas. Nehmen wir jetzt irgendwo eine Fahre aus Wien. Indextote. Ah, das ist wahrscheinlich der falsche. Kaiser-Ebersdorf schon. Da habe ich nämlich heute etwas entdeckt. Das möchte ich euch auch gerne zeigen. Das ist auch die falsche. Wenn man nach Altsimmering. Okay. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen und in der Zwischenzeit hier ausblenden. Ja, also mein Gedächtnis hat mich doch nicht ganz im Stich gelassen. Ich habe mich nur ein bisschen verwirren lassen. Wir schauen jetzt mal in die Pfarre Altsimmering. Hier finden sich Matriken von 1682 bis 1938, aber wir haben hier hinten einen Index und da steht bei Index Tote auch 1930 bis 38, wenn man da aber hineingeht. Sind wir hier zum Beispiel auch 1961, 59, 58, 56. Das heißt, wir haben über den Index auch die Möglichkeit, ein bisschen die Sperrfristen zu umgehen, obwohl das in dem Fall eigentlich egal wäre, denn die Sterbeeinträge sind dann nur für die letzten 30 Jahre gesperrt, aber die Kirchenbücher gehen nur bis 1938, dann danach das Standesamt übernommen hat und die Kirchenbücher dann eigentlich jetzt nur noch für die Kirche von Belang ist. Davor, von 1784 bis 1938, sind die Kirchenbücher Standesamtsunterlagen, auch, also ganz offiziell. Da es aber bequem ist,
in einem digitalisierten Kirchenbuch zu schauen, als ans Standesamt sich zu wenden, möchte ich euch noch das hier mitgeben, dass man auch über den Index noch ein paar Informationen mitbekommt, finden kann. Ja, das war eigentlich das, was ich euch heute mit diesem Video zeigen wollte. Die Navigation auf Matricula ist eigentlich ganz einfach. Und die Kirchenbücher sind eigentlich auch gut lesbar. Jetzt wollte ich sagen, das, was ich euch heute gezeigt habe, ist gut lesbar. Es gibt manche Einträge oder früher auch sehr häufig Einträge, die sind sehr schwer zum Lesen, da die Schrift sich auch im Laufe der Zeit verändert hat. Und der Informationsgehalt wird auch immer geringer, je weiter man in der Zeit zurückgeht. Aber im 19. und 20. Jahrhundert sollten die Einträge eigentlich wenig Probleme bereiten, sie zu lesen. Und wenn ihr noch am Anfang steht und auch die Schrift, mit der noch ein bisschen auf Kriegsfuß steht, dann fangt im 20. Jahrhundert an, mit Einträgen zu lesen. Ja, falls Fragen offen sind, schreibt mir diese bitte in den Kommentar oder nutzt einen der anderen Kanäle, werde ich euch in den Begleittext angeben, genauso wie die Internetadresse zur Matricula. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über den einen oder anderen Daumen freuen. Auch wenn ihr es weiterteilt, entweder in den sozialen Netzwerken oder einfach Bekannten, Verwandten davon erzählt, die sich auch für Ahnenforschung interessieren und denen das Video vielleicht helfen könnte. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal.